Komm, Stern. Aua! Ah, ah. Hey, Stern, tu mir das jetzt nicht an. Es sind doch nur noch ein paar Meter bis zur Rabia. Keine Sorge. Solange du mich nicht allein lässt, lasse ich dich auch nicht alleine. Wir sind doch schließlich Freunde. Genau. Und zusammen werden wir gegen Rabia kämpfen und siegen. Ja. Wenn mir nur nicht so kuddelig, so komisch wäre. Stern, bitte, bitte halte durch. Darauf kannst du dich verlassen. Na ja, komm. Jetzt wird gekämpft. Gegen Rabia, die Mitternachtshexe. Und wir werden gewinnen, nicht wahr? Natürlich. Natürlich werden wir gewinnen. Ja. Die Kinder der Welt müssen vor ihr geschützt bleiben. Sie müssen befreit werden von ihren Albträumen. Na dann komm. Ja. Wie gesagt, noch ein paar Meter, nicht wahr? Genau. Noch ein paar Meter. Guck mal, da hinten am Horizont ist schon die Mühle. Wo denn? Ja, die andere Seite. Ach so. Stehen bleiben. Im Dienste der Wissenschaft. Du bist ein Stern, nicht wahr? Ja. Woher wissen Sie das? Das tut nichts zur Sache. Du musst jetzt ganz schnell mit mir mitkommen, damit ich dich aufschneiden kann und untersuchen kann. Und dann bekomme ich den Nobelpreis, weil ich jetzt weiß, dass Sterne lebendig sind. So, dafür hast du doch sicherlich Verständnis, oder? Nein. Und wenn sie nicht machen, dass sie im Land gewinnen, dann wird es ihnen noch leid tun. Moment, Moment, Moment. Soll das eine Drohung sein? Nein, ein Versprechen. Moment, das geht nicht. Doch, das geht. So, und jetzt schnell weg, Max. Ja, ganz schnell weg. Komm, hopp, 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 hopp. Halt, Moment. Das ist Verweigerung gegen den Dienst der Wissenschaft. Halt. Ah, na toll. Jetzt sind die hinter der Ecke da drüben verschwunden. Ah, das kann wieder eine Zeit lang dauern, bis ich die gefunden habe, trotz des Koffers. Na dann, hinterher. Und an den Nobelpreis denken. Ja, also der war ja auch nicht mehr ganz gescheit im Kopf, ne? Ja, Gott sei Dank sind nicht alle Menschen so. Ah, da. Rabia. Rabia, ergib dich. Du hast verloren. Ha, das denkst aber auch nur du. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du sogar noch so viel Energie hast, um zu mir zu kommen. Aber das lässt sich schnell beheben. Hiermit werde ich meinen Kräften nun befehlen, dich, kleiner Stern, zu töten. Nimm Abschied von dieser Welt. Ich bleibe hier auf Erden und mache sie zu einem Schreckensort. Doch das wirst du nicht mehr erleben. So, und nun heißt es für dich, Zähne zusammenbeißen und sterben. Es ist vorbei, dein Leben. Ein für alle Mal. Und jetzt mach dich bereit. Es kribbelt mir schon die ganze Zeit in meinen Fingern. Sterbe, kleiner Stern, schlaf den ewigen Traum. Ah! Stern, nein. Oh, Stern, bitte. Tut mir leid, Max. Du musst alleine kämpfen. Ah, ah, der Stern ist tot, der Stern ist tot und alles gerät aus dem Lot. Ich bin die Siegerin. Jawohl. Na warte, Rabia, dafür wirst du büßen. Hier, siehst du diese Kette? Damit werde ich dich wieder anketten und dann zum Mond schicken. Nein, hey, hey, was soll das? Nein. Doch, so. Und jetzt rufe ich jemanden,
der dich zum Mond bringt. Riesen-Uhu, erscheine! Wir brauchen deine Hilfe! Moment, Nanu? Oh, Stern! Du lebst ja! Was? Das glaube ich jetzt nicht. Ja. Auf einmal fühle ich mich wieder besser. Es ist zwar noch etwas komisch, aber es geht mir gut. Und schau da! Da kommt auch schon der Riesen-Uhu! Jetzt wird alles gut. Na, dann haben wir noch mal richtig Glück gehabt. Und danke, dass du so schnell kommen konntest, Riesen-Uhu. Ja, das war kein Problem, ne? Habe ich ja versprochen gehabt. Ja, jetzt ist das Abenteuer zu Ende. Ja, leider. Aber ich bin froh, dass es dir wieder gut geht. Aber eine Frage habe ich noch. Wie war das möglich? Rabia hat doch mit ihrem Zauber dich getötet. Ja, das frage ich mich auch. Riesen-Uhu, kannst du uns das erklären? Ja, bitte, bitte erklär uns das. Nun, das ist ganz einfach. Die Rabia, die war ursprünglich auch mal ein Stern. Aber die ist auf den Mond gekommen, weil die so böse war. Aber das, was vom Sternsein bei ihr noch übrig geblieben ist, ist ihre Zauberkraft. Sie wollte dich zwar töten, aber da sie ursprünglich ein Stern war, hat sie dich mit ihrem Zauber einfach aufgeladen. Und dadurch hast du überlebt. Es ist jetzt so viel Energie bei dir drin, dass du wieder zum Planet der Sterne fliegen könntest. Du musst es aber jetzt sofort machen. Und apropos fliegen, ich werde mich jetzt wie versprochen um die Rabia kümmern und zum Mond fliegen. Ich habe hier auf Erden sowieso viel erlebt. Jetzt kann ich auch mal schauen, was es so auf dem Mond zu entdecken gibt. So, Rabia, dann wollen wir mal losfliegen. Was? Nein, ich will nicht! Lass mich! Ach, so ist das. Meine Güte. Da hast du aber einen Schutzengel gehabt. Ja. Wahnsinn, nicht? Oh ja, wirklich. Doch, der Riesen-Uhu hat recht. Ich muss dann jetzt nach Hause fliegen. Ansonsten könnte ich wirklich sterben. Ja, leider. Lass dich nochmal umarmen. Ja, natürlich. Du wirst immer mein allerbester Freund bleiben. Das weißt du doch, oder? Ja, das weiß ich. Und immer abends, wenn du zum Nachthimmel schaust, werde ich ganz besonders schön leuchten. Extra für dich. Das heißt, wenn ich dann irgendwann mal ein richtiger Stern bin. Doch nun, leb wohl. Für mich ist es Zeit, wieder zurück zum Planeten der Sterne zu reisen. Ich bin so glücklich, dass ich einen Freund wie dich gefunden habe. Einfach fantastisch, nicht wahr? Jetzt habe ich nicht nur einen besonderen Freund, sondern... Hey! Ja, ja, ja. Damit hast du wohl nicht gerechnet, dass ich jetzt nochmal komme, was? So, wo ist der Stern? Sie kommen zu spät. Was heißt das? Der Stern fliegt gerade weg, zurück zu seinem Heimatplaneten. Jetzt können Sie ihn nicht mehr einfangen. Was? Das ist ja eine Unverschämtheit und eine gemeine Lüge. Schauen Sie doch selber nach. Ja, lüg ich denn? Ich will's nicht hoffen. Auch noch frech werden. Sie kommen zu spät. Jetzt lassen Sie mich in Ruhe, sonst rufe ich die Polizei. Das ist ja eine Unverschämtheit. Mann, 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 der Nobelpreis.